Hey Leute, willkommen zurück zu Life is Strange. Wir befinden uns gemeinsam mit Chloe im Büro des Direktors der Blackwell Academy. Es ist mitten in der Nacht und wir haben eine Menge Geld in einem Umschlag gefunden. Auf diesem Umschlag steht, dass es für die Behindertenstiftung ist. Aber ich glaube ganz ehrlich nicht, dass das stimmt. Ich habe wirklich lange darüber nachgedacht, nur um das ganz kurz mal zu rechtfertigen. Denn mir kommt es eher so vor, als wäre das Bestechungsgeld von den Prescotts. Beziehungsweise, ja, die wollen den einfach schmieren, den Rektor, dass ihr Sohn wieder auf die Schule kann, auf die Blackwall. Weil es liegt in der obersten Schublade und wer legt einfach so Spendengelder in eine Schublade? Ich weiß ja nicht, also, nur um das zu rechtfertigen, nicht, dass ihr denkt, ich bin jetzt ein schlechter Mensch oder so. In Wirklichkeit würde ich das nicht so tun, aber gerade aus dem Grund, weil die Lia und der Vicky das anders gemacht haben. Ich habe nämlich kurz mit den beiden gesprochen, habe sie gefragt, ob sie das Geld genommen haben. Sie haben es beide liegen lassen. Und genau aus dem Grund will ich einfach mal wissen, was passiert, wenn wir es mitnehmen. Deswegen, seid mir nicht böse. Diese Entscheidung wird wahrscheinlich auch, ja, die werden wahrscheinlich nicht viele andere Let's Player treffen. Wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, bei dem ihr das seht. Also könnt ihr bei mir jetzt den optionalen Weg sehen. So viel dazu und wir nehmen das Geld. Dankeschön. Frank knows things about Rachel and he might talk if he's been paid, right? You are Supermax. And with the leftover dough, I'll take you on a road trip to Portland for the day. We'll stock up on tats, beer, weed, and donuts, and books from Powell's, and strip clubs. Kidding. But you never know. Nee, echt mal, ich glaube nicht, dass das Geld für Behinderte ist. I feel like shit for taking that money. Nee, ich glaub's einfach nicht, Leute. Also, Ich fühl mich echt gerade ein bisschen mies. Wenn es wirklich für Behinderte ist, für eine Behindertenstiftung, dann fühle ich mich mies. Aber wenn nicht, dann haben wir jetzt einfach nur diesen Prescotts eine Möglichkeit genommen, alle zu bestechen. Naja, was steht denn da? Lieber Mr. und Mrs. Prescott, wir bedauern, Sie informieren zu müssen, dass Nathan in verschiedenen Klassen gestört hat, obwohl er gewarnt wurde, es nicht zu tun. Nach einem kruden Ausbruch gegenüber Mrs. Hoyda, mit Mrs. Hoydas Einleitung in der Literaturklasse am Dienstag des 17. September wurde Nathan zurück in seinen Schlafsaal geschickt. Einfach ohne eine Benachrichtigung in seine Akten. Nathan hat enormes Potenzial sein abscheuliches Verhalten, also sein aufständisches Verhalten, könnte über die Erziehungsmaßnahmen von Blackwell hinausgehen. Die Schule kann das nicht tolerieren, dass er so oft den Unterricht stört. Und wir werden diesen Fall weiter mit Nathan besprechen und sehen, wie wir weiter mit der Situation verfahren. Bitte sehen Sie oder schauen Sie sich die angefügte Datei an für den vollen Bericht. Aha, Update, Expunged Record. Lieber Principal Wells, wir haben verschiedene Berichte gehört über Nathans ungebührliches Verhalten. Wir sind uns sicher, dass das ein Fehler sein muss. Andererseits dass wir Nathan aus der Blackwall entfernen werden und zu einer prestigelastigeren und besser bestifteten Institution schicken werden. Bitte antworten Sie mit einer Kopie des geänderten Disziplinarwarnberichts. Sag mal, was für Arsche, die erpressen ihn. Rachel in the Dark. Ja, das war das, was wir gesehen haben. Ja, der Blackwall-Zwischenfallsbericht, Nathan Prescott. Im Folgenden sehen Sie eine Liste der Zwischenfälle, in die Nathan Prescott involviert war. Es scheint einige Ausbrüche und Konfrontationen zu gehen. Bei Remorse and Repentance. Ja, wiederholte Ausbrüche. Wir schlagen vor, dass seine Eltern ihn von der Schule entfernen und ihn unter psychologische Überwachung setzen. Er hat einen Schreibtisch in der Klasse umgeworfen. Er hat seinen Englischlehrer angeschrien und beschimpft. Er hat Böller in dem Badezimmer angesteckt, also in den Waschräumen. Er stiehlt Schuleigentum. Er bedroht the School Custodian. Ja, den Schülerberater oder ich weiß auch nicht. Custodian? Custody? Keine Ahnung. Und er will die Tobanga-Statue vom Campus stehlen.
Okay, netter Kerl, netter Kerl. David Madsen und Nathan Prescott kamen beide in mein Büro und haben mich gewarnt, dass Rachel Amber eine Drogenschmugglerin ist in David Madsens Radio-Terminologie, also Drug Mule, also ein Drogenesel quasi. Das ist ein Mule ist, glaube ich, immer der jemand, der was transportiert. Naja. Achso, und sie ist quasi die Vorhut für einen lokalen Dealer. Wenn man Rachels exemplarischen Status begutachtet, was? Ja, dann. Ich habe David gesagt, er braucht mehr Beweise, da Rachel einen exemplarischen Status hat auf der Schule. Naja, ich war überrascht, einen unangekündigten Besuch von Rachel Amber zu erhalten. Sie schien ganz schön aufgeregt und behauptete, dass David Madsen ihr folgt und Fotografien von ihr nimmt oder macht. David würde das bestreiten und was? Achso, und sagt, sie würde sich in unguten Gesellschaften aufhalten, keine Ahnung. Ich bin nicht sicher, ob ich ihr jetzt im Moment glauben kann. Krass. Ist er etwa auch mit darin verstrickt? In diese Drogenschmugglerei? David Madsen? That impish look scares me. Care for a midnight swim? The Blackwell Pool is ours. Swimming? You want to take that risk now? It's been a cray week. We deserve a little mindless fun in the water. We're done for the night anyway. We're rich and nobody busted us. So? Splish splash? You're right. We hella deserve it. Splish splash. Did you actually just say hella? I think I'm a good bad influence on you. Alles klar. Oh Mann, die beiden, ne? We're in the otter's lair. Big fucking deal. I want that heated water. We still have to play it cool, okay? I still go to school here. You can own this hellhole once you figure out your rewind power. Chloe is so psyched for girls' night out, so I better follow her evil plan. Go otters. Max ist so ein liebes Mädchen und lässt sich hier so verleiten von Chloe. I would love a soda, but I just get wired. Ich weiß ja auch nicht, Max, ob du hier immer so blind folgen solltest. Das ist, glaube ich, keine gute Idee, so auf Dauer. Boys or girls? Gehen wir zu den Jungs, oder? Warum nicht? Das lenkt vielleicht so ein bisschen den Verdacht ab. Boys, of course. Figures. Perv. Let me check to see if the pool's heated. Okay. Warum bin ich pervers? Nur weil ich bei den Jungs da mich umziehen will, ich mein. Oh. I guess somebody forgot their Blackwell spirit. Ah, wahrscheinlich hätten wir bei den Mädels auch wieder ein paar Sachen finden können, die uns weiterbringen. Ich weiß es nicht. Ah, Schwimmwesten. This must be for training kids. Sowas wie Schwimmflügel sind das zum Umschnallen, so Schaumstoffpads, glaube ich. Zachary? No way am I touching Zach's jersey. Oh, ein Telefon. Zach is really careless. Doesn't he know what happens when I'm around? Okay. Aha, Victoria, hey. Ich denke schlimme Sachen, also schmutzige Sachen über dich. Cool, was trägst du denn? Ja, nur mein Kristallhalsband und mein Telefon. Ah, heiß. Was trägst du denn? Ich bin im Umkleideraum. Ich trage nur mein Jersey, mein Trikot eben. Ich sitze auf meinem Football. Ja, das ist sehr sexy. Sehr sexy. Was haben wir hier? Betty developed that in Jefferson's class. But why? Oh, er mag sie halt. Eine E-Zigarette? Some poor hipster lost their vape. Okay. It's okay for Nathan to be hooked on these drugs, right? Diazepam. Das ist, das ist ein Beruhigungsmittel, glaube ich, Diazepam. Was? Risperidone. Was? Nee, was? Risperidon. Was ist das? Risperidone, genau. Risperidon. Ich habe keine Ahnung, Leute. Das sind wahrscheinlich irgendwelche verschreibungspflichtigen Medikamente. Und die zieht er sich da rein, der Penner.
Ich mag Nathan nicht. Ich glaube auch nicht, dass da was Gutes bei rauskommt. Am Ende stirbt hier jemand. Du hast no worries, it's all bad. Sometimes. Ja, mach dir keine Sorgen, alles ist schlecht. Sex me up. Boys' locker room is right. Okay. I guess I should consider this evolution. Dana, was? Ich weiß, ich bin in einem... Was? Ich bin ein Arschloch. Ach so. Aber ich mag dich immer noch. Ich liebe Logan. Ein A-Hole. Ich dachte eben. Noch ein Graffiti. Was steht hier? Victoria loves the D. Okay. Davon hat mir Vicky erzählt. Es gibt einen riesen Penis an der Wand. Ich habe ihn gefunden. It's nice to know Victoria loves something besides herself. Okay. Victoria loves the D. This one is almost empty. The guys must like their pink goo. Max Caulfield, moral avenger. Or self-righteous hypocrite. Aha. Ja, Hypocrite kommt übrigens nicht von Hippokrat, sondern von heuchlerisch. Also der hippokratische Eid, das ist ja wieder was anderes. Der Eid der Doktoren und den in der medizinischen Industrie quasi. Nee, nicht alle, aber viele. Max ist ein Feminazi, sag mal. Welcome to 1950. Seid ihr bescheuert? Oh, I love Warren Gayram. I bet you do. Okay. Die sind aber nicht nett hier, aber es gibt viel weniger Graffitis, als ich jetzt angenommen hätte, ehrlich gesagt. Ich würde trotzdem noch gerne bei den Frauen sehen. Aha, 96 Gründe, Rachel zu poppen. Bros will be bros. There's no running, no diving. Ich will aber diven. Bin der Holy Diver. I don't think anybody has ever drowned here. I hope. Ich will nochmal zu den Mädels rein. Ach, das geht sogar, guck mal. Da sehen wir uns natürlich auch nochmal um. Hello, gorgeous. You wish, Max. You just look like a snoop. Ooh, pink goo. I see why everybody brings their own soap. Aha, die pinke Schmiere. Ja, ja, die pink goo. Dear Kate, I don't care, God. Oh man, sind die gemein. Well, we care, dickhead. Sind die gemein, ey. Rachel abides. Rachel, stimmt zu? I hope so, friend. Was ist nochmal abide? Ich glaube, abide ist irgendwas zustimmend, oder? Ich keine Ahnung. Brooke's locker. Looks like Brooke wants to go to the drive-in with Warren. Aha. Das American Drive-In Kino quasi. Würde ich auch gerne mal so mit Auto ins Kino, ist bestimmt cool. Where does that other sock go? Wo ist das? Du bist die Socke. Die hat das Waschmaschinenmonster gefressen wahrscheinlich. Ist ja immer so, eine Socke geht immer flöten. Others eat beavers. Aha. The wit, it burns. Ah, Kate's. A bus ticket? Was she going to run away? Like Rachel Amber? Okay, wo wollt sie denn hin? Portland. Oh man. Arme Kate. Flippers in a swimming pool? Are they training Navy frogmen here? Those look like the most cozy, comfy towels in towel history. Want? Die gemütlichsten Handtücher. Kuschelig. So, Victoria's secret is selfies. Go fuck your... No. Jefferson said, don't confuse art with the artist. These are cool shots. Naja. Duckface? Ich weiß ja nicht. Ja, ich glaube, die Nettigkeiten sind jetzt echt vorbei zwischen Max und Victoria. Those are some musty ass old shirts. Yuck. Ich finde das mit Victoria's Secret übrigens cool. Changing instructions. Achso. Wie man sich umzieht, ja? If I could rewind back to the 1940s, I'd get in serious trouble. Oh ja. Mädchen können auch schwimmen. So, ich glaube, wir haben ja alles, oder? Oh, noch ein Graffiti. Victoria Chase rules. Aha. This isn't a desperate cry for attention or anything. Nein, das haben wir nicht nötig. Gell, Max? Du bist gut, so wie du bist. Wo ist denn jetzt... Wo ist Chloe hin? Da vorne? Chloe! Hallo. Ich renne aber. Seht ihr, wie ich renne?
No running. Ha, euch zeige ich's. Ich gehe nochmal zum Lifeguard rein. Ihr müsst eigentlich... Oh ja, Fetzen sind hier. Ne, das sind die Jungs. Wo ist denn Lifeguard gewesen, da? Was ist ja. Oxygen Kit? Sauerstoff? In case I run out of air, I know where to come. Okay, das ist gut zu wissen. Eine Tasse. Coffee and swimming. Good combo. Ja, warum nicht? Hallo? Yes, we get it. Otters. Mhm, das haben wir doch schon mal gesehen im Büro. Im Büro des Rektors haben wir das schon mal gesehen. Don't even think I'm gonna make a move on you. Ja. Puppen, um Leben retten, simulieren zu können. So ungefähr. Rettungsschwimmen. Mhm. Ach, ein Kürbis. Aw, look at the baby Halloween pumpkin. Aw. Aber dann, ist denn schon bald Halloween? Warte mal. Ach, wir haben eine neue Seite. Oh, ich habe die gar nicht gelesen, oder? Ja. Die Blackwool Ninja schlagen wieder zu. Ja, es ist so cool, sich hier in den Mauern zu bewegen, wenn es dunkel und ruhig ist. Obwohl so schlimme Dinge um uns herum geschehen, fühlt es sich so an, als laufen Chloe und ich in das Zentrum eines kosmischen Mysteriums, das größer ist als wir alle zusammen. Aber wir sind irgendwie schlechte Meisterspione, weil wir haben keinen Schlüssel für das Büro des Rektors. Keine Sorge, meine Rückspulkräfte sind ja da. Und natürlich Dr. Warren Graham. Er hat eine Idee gehabt für eine Minibombe aus Sodium, was auch immer. Ich habe wahrscheinlich mehr gelernt, indem ich diese Zutaten zusammengebaut habe, als mein ganzes Semester. Ja, tut mir leid, Miss Grant. Warren ist der Star-Student hier. Er versucht so sehr zu helfen, vielleicht zu sehr, aber was ist daran so falsch? Ich bin so dankbar, dass er auf meiner Seite ist. Oh, ich glaube, sie mag ihn richtig. Wenn man schon über das Sanctorium redet, danke für die Lateinklasse, die ich gerade so geschafft habe, von Blackwell, fühlte sich so seltsam an, nach Mitternacht im Büro des Rektors zu sein, seine Akten zu durchsuchen und zusammen mit Chloe den Laptop zu durchsuchen. Sie hat sich viel zu sehr reingesteigert. Technisch gesehen müssten wir eingesperrt werden und ins Gefängnis geworfen werden. Yikes. Ich habe mir einfach vorgestellt, dass wir in einer speziellen Episode von Zauberer von Waverly Place sind. Weißt du, sowas wie komische Sherlocks, die einen Fall untersuchen für einen guten Zweck. Ja, das hat geholfen. Wir haben nicht die Beweise gefunden, aber wir haben Nathans Akte gefunden und ein seltsames Bild, in dem steht Rachel im Dunkelzimmer. Immer und immer wieder. Das ist also unser Haupthinweis, dass Nathan irgendwie darin verwickelt ist. Oder er ist einfach nur verrückt. Aber eine Notiz, die sich auf David M. bezog, was bedeutet, dass wir absolut einen Weg finden müssen, an Davids geheime Akten zu kommen. Für einen guten Zweck, versteht sich. Aber Chloe konnte sich selbst nicht helfen und hat sich einfach mal $5,000 geschnappt für die Behindertenstiftung. Was? Weil das ist ja ein legitimer Grund. Ich kann mir keinen schnelleren Weg für die karmische oder für die Hölle vorstellen, was unser Karma angeht. Aber es würde natürlich Chloe helfen, ihre Schulden an Frank zu zahlen. Ich werde schon einen Weg finden, das wieder gut zu machen. Nachdem ich die ganzen Leben von den Menschen gerettet habe, versteht sich. Das ist meine Priorität. Genauso wie meine Beziehung zu Chloe. Egal was, unsere Schicksale scheinen miteinander verbunden zu sein. Zum Schlechten oder zum Guten. Meistens zum Schlechten. Okay. Dann schauen wir uns mal an, was passiert, wenn wir den Strom einschalten. Now I have the power over light and death. Oh wow, das fällt auch gar keinem auf, ne? Aber es sieht cool aus. Wo hat sie denn so schnell den Bikini her, sag mal? Warte mal, ich habe da noch ein paar Bilder zu schießen. Ich muss noch... Ich glaube, ich habe eins verpasst. Diese Statue. Ach, den Vogel habe ich nicht fotografiert. Verdammt. Warum habe ich denn nicht an den blöden Vogel gedacht? Ich konnte ihn mir doch ansehen. Naja, gut.
Habt ihr mir wahrscheinlich geschrieben in die Kommentare. Habe ich verpasst. Ist ja nicht so wichtig. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Oh, Chloe. Soll ich sie mal reinschubsen? Time to do or dive, Max. Alles klar. Oh yeah, baby. Feels like a hot tub. With my cash dash, I'm queen of the world. Bow. Tell me you're not gonna stand there watching me like a zombie. Don't you dare! Come stop me, hippie. Okay, you asked for it. Cowabunga! Why, look, an otter in my water. Dun 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 dun. You are so obvious. And I still get freaked out by that movie, so stop. I can't even watch any of those shark shows. I'll just rewind and harpoon you. Otter's revenge. Cheater. Yeah, you wouldn't know about that. I wish Rachel was here. She would totally love being in here at night. Wish you guys had met each other. We will. With all this stuff going on, I'm starting to think everything is related. And I want to find out for Kate's sake. She almost died today. Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. You know what I mean. You're becoming like... this force of nature. More like luck of nature. Come on, my power failed trying to rescue Kate. Maybe I'm just stumbling back and forth in time. For what reason? You didn't stumble when you saved me, Max. Not that time. But that's because you were there to kickstart my power. So it's time to start moving forward in time. And... we're obviously connected, since without me, you would have never discovered your power, right? Absolutely. You make me feel like I know what I'm doing. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. I hope so. Stop being so goddamn humble. You're like the smartest, most talented person I've ever known. More than Rachel Amber? Dude, I'm not her groupie, okay? And I'm sure you have Blackwell bros all over you. Like Warren. Warren is... nice. Nice? Ouch. That means friend zone. No, he's really cool. It was so sweet when he stood up to Nathan. But... I haven't told him about my rewind power. No worries. Once you get over yourself, you're gonna make the world bow. As long as you're there with me. Don't look so sad. I'm never leaving you. Now I'm getting cold in here. Because we're yapping instead of attacking each other, otter versus shark style. I think I've had my pool experience for the year. Let's jet. Let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. Gross. I feel like we just went swimming in Chlorine Bay. You look cute with your hair soaked in chemicals. Thanks. You would know. Uh-oh. Hide! Oh, nö. Wo ist der? Ich glaube, wir sollten jetzt flitzen, hey. We have to go now. Aber hopp. Are you shitting me? Oh, was? Dude, hide! Like when we were kids. I could use my power. Or just look for a hiding spot. Or both. Where are they? Hello?
Oha. Oh nee, der sucht mich jetzt. Ist das Madsen? Verdammt, woher weißt du, dass wir hier sind? Hello? Anybody there? Wo ist Chloe? Better not try any Halloween pranks after today. Serious. I heard something over here. Who's here? I got a flashlight and a stick. Wow. Oh nein. Hey. Nee. What in a stick? Schnell, schnell. Oh Gott, das war knapp. Oh, hier ist sie ja. Shit! Chloe's hiding there. Oh, now I have to find another spot. Oh Gott, jetzt aber flott. We are so invisible. Let's bail. Wie schön, dass sie das so locker nimmt. Also, na gut, Leute, ich würde sagen, wir lassen es mal gut sein für diesen Part. Es war ganz schön spannend, finde ich gerade. Und auch schön, so ein schöner Abend mit Chloe. Ach ja, sie ist schon ein bisschen schlechter Einfluss, aber ich denke mal, sie kann auch eine ganz gute Freundin sein und ist für uns da, wenn es drauf ankommt. Leute, lasst mir Liebe da und wir sehen uns wieder zu Life is Strange. Bis dann.